Euer Captain Rex begrüßt euch total recht herzlich in der Star Wars Lounge. Also nur mit Star Wars als Fachgeschäft könnte ich nicht überleben, muss ich einfach mal so sagen. Weil die meisten sind der Meinung, man ist nur Fan. Das hier ist ein Fachgeschäft seit 60 Jahren. Hier wurden Spielsachen verkauft. Vor 60 Jahren, da gab es kein Star Wars, da gab es alles mögliche, Indianer, Cowboys und diverse andere Figuren, Soldaten, ja, überwiegend Soldaten. Irgendwann hörte das ja auf mit Soldaten. Heute sind die Soldaten ja im Star Wars oder in anderen galaktischen Einheiten da verwoben. Das sind auch Soldaten, halt nur mit anderer Uniform. Natürlich haben wir auch die richtigen Soldaten da, die richtig bösen Soldaten haben wir da. Wir haben auch waschechte Panzer da, die so richtig 14 Kilo wiegen, so richtig schießen, aus richtigem Metall. Alles da. Nur von dem allen könnte man nicht leben, weil die Preise sind ja gigantisch. So ein richtig Tamiya-Panzer, so ein richtig waschechten, fetten Tamiya-Panzer kostet 575 aufwärts und wird auch mit einer schweren Holzkiste ausgeliefert. Es gibt natürlich auch plastifizierte Panzer, aber wir sind ja jetzt hier im Thema Star Wars. In 5 Monaten kommt E8, Episode 8. Heute wunderbare Bilder vom Set bekommen, die habt ihr sicherlich auch schon gesehen. Gut, man kann halt nicht ein Fachgeschäft konstruieren nur für Fans. Das geht gar nicht, weil dafür ist der Markt viel zu satt und man ist auch nicht mehr spezifiziert, man ist auch nicht mehr alleine mit dem Thema. Also wenn die Kunden hier reinkommen und die Figuren eruieren, sehen und haben möchten, dann möchten die immer dann Figuren haben, die nicht da sind. Natürlich sind alle Figuren da, natürlich nicht hier im Raum. Ja, die müssen dann bestellt werden und dann kann man die mittlerweile ja selbst bestellen. Nur klappt halt nicht immer so. Gut, man versucht ja hier in so einem Fachgeschäft die Sachen günstiger anzubieten, wie Amazon oder andere Großhändler, die anbieten. Man versucht es halt. Ich habe auch heute noch mit der Buchhaltung gesprochen. Man müsste an sich containerweise einkaufen, um das hier so voll zu machen, dass man sich gar nicht bewegen kann. Aber dann würden die trotzdem fragen, sind sie Star Wars Fan? Ne? Ja, also viele möchten das irgendwie geschenkt haben, nur hier sind einige Unikate bei, die schon ihren Preis sich erarbeitet haben. Es sind ja einige, die schon seit 30 Jahren hier stehen, die dann halt ihren Preis bekommen haben. Ja, da das Maul, der gerade gegangen ist, ist okay, den bekomme ich sicherlich günstig wieder hinein. Aber es ist halt gegangen. An sich müsste man ganz viel Darth Maul haben, man müsste ganz viel Darth Vader haben und ganz viele Stormtrooper in allen Variationen. Gestern hatte ich noch einen, der wollte einen Death Star, hätte haben können, kein Thema, 289 Euro, ein Death Star bis 560, je nachdem welches Modell man haben möchte von Sideshow oder Hot Toys. Kein Thema, wie gesagt, ist alles da, können wir besorgen. Aber es stehen hier schon so viele Sideshow-Figuren, die ich demnächst, also zu Weihnachten auspacken werde, zu Weihnachten hinstellen werde, weil da scheint auch die Sonne so nicht. Wir haben absolute Südseite von morgens bis abends und da geht uns die Ware doch kaputt durch die Sonne. Wir hatten auch Monitore da stehen, die dann auch plötzlich, zack, aus ist klar, bei der Hitze bleibt das nicht aus. Ich begrüße euch total recht herzlich als Captain Rex von den Rebels. Ihr fragt ja immer, welches oder was möchte man sein? Überwiegend wollen Imperialisten sein. Komisch, wenn alle böse sind und wir sind wie eine Art Rebellen. Ich bin ja nur ein Captain Rex, der seinen Befehlen nachgeht. Jetzt in seinem Alter, Schrägstrich, in den Rebels. Diese Figur möchte ich ja, darstellen als Cosplayer. War ja viel los, auch in den Reihen der Cosplayer. Ging ja auch wieder die Zensur um, dass einige Cosplayer halt nicht so freizügig da ihren Cosplay handeln dürfen, weil leider auch die Cosplay-Szene so ein bisschen infiltriert wird durch die gewisse Szene, nennt sich Rotlichtviertel. So, wenn das Rotlichtviertel sich dann in die Cosplay-Szene einwuselt mit sehr, sehr knappen Cosplay-Kostümen. Es gibt auch viele Darsteller, wie Darth Matter zum Beispiel, die Serie bei Sci-Fi. Nummer 5 ist auch eine erstklassige Cosplayerin, ist natürlich eine Schauspielerin, die bei Darth Matter die Rolle der Nummer 5
spielt, kommt immer, wie gesagt, bei Sci-Fi. Leider gibt es diese Serie noch nicht auf DVD. Killjoys kommt ja auch im August. Aber Gott sei Dank gibt es Killjoys auf DVD und Blu-ray. Die ersten beiden Sachen habe ich mir persönlich schon gekauft, weil die Serie gefällt mir. Dark Matter könnte mir auch gefallen, aber gibt es halt noch nicht. Ich habe gestern noch mit Sci-Fi gesprochen, wann die auf DVD, Blu-ray erscheint. Eine Antwort gab es jetzt noch nicht. Ich habe auch noch nicht recalled, ich habe auch noch nicht reingeschaut. Ja, ich möchte euch einfach in diesem sogenannten Sommerloch, was momentan entstanden ist, hier bei Ultra D Web TV begrüßen. Wie gesagt, Star Wars Launch, ihr seid weiterhin eingeladen, wenn ihr im Sommer, ist jetzt Sommer, viele haben Urlaub, ich hatte gerade wie gesagt auch Urlaub, deswegen haben die auch diese Figuren schon gekauft, weil die Weihnachten nicht zu Hause sein werden, deswegen hat der junge Mann, der auch zwischendurch schon Geburtstag hat, hier die Figuren bekommen. Und diesbezüglich freut es einen, dass doch einige Figuren dann doch gewechselt haben, den Platz von hier zu einem, der sich drauf freut, dieses zu haben. Ja, genau. Hi! Was soll's sein? So, euer Captain Rex wieder an Bord. Wenn Kunden, dann mache ich zu, weil im Moment sind Ferien, Sommerloch. Das sind die sogenannten Captain Rex News über Star Wars Figuren, Film und diverse Merchandising, Artikel, GIFs, ja, Giveaway und so weiter. So, wie gesagt, ihr wisst ja, dass hier die riesen 1:1 Figuren stehen, dass wir diese Star Wars Lounge haben für unsere Filme. Ihr hört jetzt, ne? Ich habe weit das Fenster auf, ist Sommer. Ich lasse es heute mal, ich hoffe, kommt nicht allzu sehr raus. Das ist nämlich eine 5:1 Kamera hier. Eine Spezialkamera, die also 5:1 aufzeichnet. Kann sein, dass der im Backstage, dass das Geräusch schon richtig rüberkommt, lasse ich jetzt mal. Ich habe einfach Lust, den Sommerloch jetzt, ich werde mich auch gleich in die Sonne setzen. Es macht tierisch viel Spaß mit, oder es hat, also es macht viel Spaß, aber es bringt ja nichts, wenn die Leute der Meinung sind, dass man nur ein Fan wäre. Wenn man 30 Jahre da gearbeitet für hat, ja, man weiß ja auch gar nicht, George Lucas will jetzt für 1 Milliarde ein Riesenmuseum in Los Angeles bauen. 1 Milliarde baut er aus seiner eigenen Tasche ein Star Wars Museum. Gut, ich würde dann da reingehen, ey, bist du ein Star Wars Fan, dann wäre ich richtig, ich meine, wenn ich den Slogan da loslassen würde, ey, bist du ein Star Wars Fan, alles würde lachen, yeah, ne, wir sind Star Wars Fans. Ist richtig, aber wenn man in ein, also irgendwann gehe ich bei Teuer Ass rein und sage, oh, ey, seid ihr Püppchen-Fans, ihr habt so viele Püppchen hier, meine Güte. Seid ihr noch im Spielalter? Ja, irgendwann bringe ich das. Ne? Wie gesagt, ab sofort kann man diese Figuren erwerben. Und zwar im Sammelmodus, das heißt also im Ersteigerungsmodus. Ja, ich sage einen Preis und ihr sagt mehr, weniger geht nicht. Ihr sagt mehr und wenn ich der Meinung bin, der Preis ist okay, dann sage ich ja. Ja, das ist eine neue Idee. Also ihr könnt kommen, ich sage, sagen wir mal, 20 Euro für eine Figur, egal welche, 20 Euro und dann fangt ihr an. Dann sage ich, schauen wir mal. Also ab 20 das Gebot aufwärts, je nachdem welche Figur. Eine Sideshow fängt dann mit 100 Euro an. Ja, eine Sideshow mit 100 Euro, dann könnt ihr bieten. Ihr müsst schon fair bieten. So, und wenn ich der Meinung bin, okay, man merkt auch, dass derjenige wirklich diese Figur haben möchte und nicht zum Spaß da ist, dann kann er diese Figur dann zu seinem Preis, den er genannt hat, dann mitnehmen. Das ist jetzt öffentlich. Also wie gesagt, im ganzen Juli und August wird das jetzt durchgezogen. Ihr könnt also diverse Figuren, sagt dann, also ich sage einen Preis, einen Startpreis, 15 Euro und ihr sagt dann den Warenwert, so was ihr dafür geben würdet wollen. Und dann ist das eure, dann ist das eure Figur. Ne? Auch bei den großen Figuren, sag ich, sagen wir mal 300 Euro. Und ihr sagt dann, keine Ahnung, was ihr dann sagt. Und ja, und wenn der Preis dann okay ist, ich meine so eine 1:1 Figur, Cosplay-Figur, ihr wisst genau, wie teuer die Sachen sind. Und ihr kriegt die natürlich zu fairen Preisen, aber es macht ja auch Spaß zu sehen, ob einem wirklich das wert ist. Ja, letztens ging Han Solo mit Tantan für 49,95, weil ich wusste,
er mochte diese Figur. Und wie gesagt, Han Solo mit Tantan ging für 49,95. So, diverse andere Sachen sind ja auch noch hier. Auch der Mein Helm ist auch da. No? Captain Rex Helm könnte sein, so um die 109 Euro habe ich jetzt mal recherchiert. Den gibt es natürlich bei Amazon auch, ist so um die 109 Euro. Zwischen 95, 96, 99, 95 plus Porto kommt man immer auf denselben Preis. Gut, ich würde dann sagen 90 Euro. Und dann kommt es auf euch an, was ihr bietet für das gute Stück. Ja, und derjenige, der dann richtig bietet, der das unbedingt haben möchte, ne, so werde ich das machen. Ich habe also Captain Rex als Figur da, ich habe den Helm da, andere Figuren sind auch da. Und ja, überwiegend brauche ich nur Darth Maul hier hinstellen. In allen Variationen, Darth Maul geht immer. Und ja, das ist so, ne? Grüße, Hallöchen, hi! Mahlzeit. Ja, Mahlzeit ist gut, ne? In einer Stunde, ne? So, das Hauptgeschäft ist nicht Star Wars, Figuren, Filme. Das Hauptgeschäft ist die Arbeit, 100% Dienstleistung im Fotofilmbereich und natürlich auch im Dienstleistungssektor, Kopien aller Art, Herstellung aller Art, Fotobearbeitung aller Art. Wir haben Schnittcomputer für die Filmleute und Fotocomputer für die Fotoleute und wir haben natürlich die Studios da hinten und wir machen also Foto und Film. Und da passt halt zum Foto und Film die DVD, die Blu-ray und natürlich auch die Figur. Und ich habe ja im letzten Video gezeigt, dass wir auch die Sachen dafür haben. Die Figur mit dem Film. Film und Figur. Und das sind an sich schöne Geschenke, wenn man ein solches Geschenk machen möchte. Man weiß, der liebt den Walz. Also er mag diesen Schauspieler Herrn Walz aus Österreich, der jetzt auch in Los Angeles lebt. In diesen The Various Busters oder in irgendeiner Rolle gibt es ihn mittlerweile auch als Figur. Es gibt viele Figuren, auch Stargate-Figuren, die aber Unmengen Geld kostet. Ich glaube nicht, dass die einer verschenken möchte, weil die schon im Einkauf sündhaft teuer sind. Die gesamten Atlantis-Figuren oder SG-1-Figuren kosten horrendes Geld. Aber wie gesagt, man kann es, also wir haben es, wir können es, aber mittlerweile kann es ja jeder selber und deswegen sterben so. Wir haben drei Spielzeugfachgeschäfte, die nur Spielzeug halten. Nur Spielzeug. Die sind geschlossen. Und somit sage ich ja, damit wäre ich der Nächste. Also wenn ich nur Star Wars Figuren hätte, als Warengeschäft, Star Wars Lounge oder Star Wars Store, keine Chance. Also jedenfalls nicht hier. Wir überleben und wir arbeiten halt nur im Fachbereich des Marketing, des Herstellens, der Dienstleistung, des Aufzeichnens, des Vervielfältigens, des Kopierens, des Generierens und wie gesagt, wir drehen ja auch Filme und stellen Filme her. Anders ging es gar nicht. Wie gesagt, wollte ich euch mal gesagt haben, in diesem Wahnsinn Sommerloch 2017, in 5 Monaten ist Episode 8 am Laufen und dann schauen wir mal. Wie gesagt, wir haben Südseite, deswegen können wir unsere Fenster auch nicht mehr so dekorieren, wie wir es gerne möchten. Die Figuren leiden darunter. Die DVDs natürlich leiden darunter auch. Ja, ob man nochmal andere Ecken konzipiert, andere Ecken baut, wo nur DVDs, wo nur Blu-rays stehen, sicherlich kommen dann einige. Wir haben viele Anrufe bekommen aus London, die uns gerne. Hast du was vergessen? Alles klar, okay. Tschö. Ciao. Und wie gesagt, wir haben viele Sachen aus England anfragen, aber ein Game Store lohnt sich auch nicht. Viele Game Stores haben auch schon geschlossen. Wir hatten hier eine Anfrage von Jugendlichen, aber die sind dann auch nicht mehr gekommen. Die wollten dann auch über uns Game Store Figuren bekommen, aber in einem Game Store Geschäft bekommt man doch das, was man sucht. Aber Warcraft ist auch nicht mehr so in aller Munde. Die Tabletop Spieler ist auch nicht mehr. Wir haben hier drüben einen, 1000 Meter von diesem Geschäft, haben wir das White House. Der hat nur Tabletop Figuren. Der verkauft nur Tabletop Figuren. Und hat er? Was macht er? Richtig. Hat jetzt eine kleine Post eröffnet. Er ist jetzt in der Postdienststelle mit Tabletop
Figuren, weil nur Tabletop-Figuren müsste den Laden auch schließen. So ist es halt. Einfach mal die Wahrheit, heute wird mal die Wahrheit verkündet von eurem Captain Rex, weil es muss auch mal die Wahrheit gesagt werden. Wenn man ins Netz geht, wenn man bei Facebook reingeht oder so, da wird immer einem erzählt, was es nicht alles gibt und wie toll alles ist. Nein, es ist nicht alles toll. Und Fachgeschäfte, reine Fachgeschäfte sterben und das ist eben so. Man muss halt ein bisschen von dem, ein bisschen von dem, ein bisschen von diesem haben. Aber trotzdem kommt die Frage, sind Sie Fan? Meine lieben Freunde, wir sind keine Fans, ich bin auch kein Fan. Ich hatte mir so gedacht, für die ganzen Fans, für die ganzen Star Wars Fans, so eine Art Fanstore zu machen, mit denen darüber zu philosophieren, zu sprechen. Aber wer redet denn heute? Wir reden halt bei Facebook. Somit ist es entstanden für Facebook als Kulisse. Das ist die erste Kulisse, die auch gekauft werden kann, wenn man vor Ort erscheint. Für alle, die mich noch kennen, wissen, wer ich bin. Ihr seid immer recht herzlich eingeladen. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Ihr seid immer hier, ne? Wie gerade eben auch. Ob groß, ob klein. Wir haben natürlich Maurice, den jüngsten Star Wars Fan, 9 Jahre. Der kauft natürlich hin und wieder hier diese kleinen Star Wars Figürchen, die er dann natürlich auch günstig erhält, versteht sich. Ja, das war's. Eine QA haben wir noch nicht, ne? Künstliche Intelligenz, KI haben wir noch nicht. Da arbeiten wir dran. Ne? Wäre nicht schlecht, so einen Trade-Roboter zu haben. Oh ja, wir müssen nicht wissen, wie teuer so ein KI-Roboter ist. Was so ein KI-Roboter so macht, wenn er was macht. Ne? Die Horrorfilme kennen wir ja. Ja, wie gesagt, Filme verkaufen wir auch. DVD und Blu-ray. Am Wochenende habe ich mir Buck Rogers angesehen. Meine lieben Freunde, Buck Rogers gab es ja schon 1920. Aber ich habe die Version von 1979 mir angesehen. Muss ich mir nachrechnen. 14 DVD mal 2 Filme, 3 Filme, je nachdem drauf. Ja, es war sehenswert, Buck Rogers aus dem Jahr 1979 zu sehen. Viele Parallelen dann zu Star Wars. Ich verstehe George Lucas, vieles daraus genommen zu haben. Auch Flash Gordon in Uraltversion und dann in der 70er, 80er Version auch nochmal angesehen. Jo, passt alles. Buck Rogers und Flash Gordon zusammen gewürfelt, gemixt, neu gestranged. Star Wars kommt hin. Passt. Ne, wirklich passt. Tja, das war es auch schon. Wieder aus dem sogenannten Sommerloch. Ah ja. Also ich habe Darth Maul verkauft, ne? Hier Darth Maul ist verkauft, ne? Und den trage ich ja immer, den Darth Maul. Ich renne jetzt hier nicht als Darth Maul rum, das klappt nicht als Captain Rex, das geht. Irgendwann mal so eine Kluftgürtel, mehr hat er ja in Teil 3 nicht an und diese Stiefel. Das werde ich vielleicht irgendwann mal machen. Ach ja, ich stelle irgendwann mal euch die Kylo Ren Maske vor, nicht heute. Ich stelle sie euch irgendwann mal vor. Die ist neu gebaut, also die Kylo Ren Maske neu gebaut, innen drin 3D-Gläser eingearbeitet. Man kann also wunderbar gucken, aber nimmt man die Maske mit ins Kino, setzt die auf, dann sieht man schon mal cool aus, wenn man da noch die Kluft anhat. Und innen drin die 3D-Brille eingearbeitet und dann kann man sich den Film genüsslich ansehen im Kylo Ren Kostüm, Helm. Macht schon Spaß, also diesen Helm werde ich euch demnächst auch vorstellen. Den Kylo Ren Helm, wie gesagt, mit 3D. Ja, also wie gesagt, macht schon Spaß, damit ins Kino zu sitzen. Man ist dann immer im kleinen Mittelpunkt, wenn ihr versteht, was ich meine. Die das gerne möchten oder die es mögen halt, sich mit Star Wars zu identifizieren. Warum denn nicht? Geht mit dem Kostüm. Geht mit eurem Cosplay-Kostüm ins Kino. Wie gesagt, ich lade euch auch dazu recht herzlich ein. Lasst euch sehen, wir haben hier das große Kino. Wir können sicherlich für die E8 sicherlich was machen. Würde mich tierisch freuen, wenn alle mitmachen würden. Natürlich müsste ich euch alle wieder einladen, damit ihr kommt, ist klar. Aber das sind auch wieder ein paar tausend Euro. Also so teuer, also für 1200 Euro, so viel ist mir Star Wars nicht wert. Wie gesagt, na, das ist eben so. Also, ihr Kämpfer da, ihr seid ja mehr im Imperium, ne? Grüße, hi, wie geht's dir? Einfach ran. War gerade richtig voll und jetzt ist wieder richtig leer. Ne? Okay.
Ja, ist doch gut so. Ne? Alles klar. Tschüss. Ja. Nee, war voll. Ich begrüße euch. Ich begrüße euch. Bereit zum Einsatz. Euer Captain. Ziehen wir los. Rex im Einsatz. Kämpfen wir in der Luft weiter. So, Spielzeug. Star Wars. Erwarte Ihre Befehle, Commander. Star Wars Spielzeug und die Kinder kommen rein. Onkel, bist du Fan von Star Wars? Nee, ich bin kein Fan von Star Wars. Ich nahm an, ich könnte es dir verkaufen. Aber Herr Amazon verdient innerhalb von 15 Sekunden 157 Euro. Hä? Herr Amazon, der Chef von Amazon, ja, verdient 157 Euro alle 15 Sekunden. Genau. Und unser Eins ist in Warteposition, euer Captain Rex. So, euer Captain Rex, wenn er Glück hat, verdient dann 5 Cent alle 15 Sekunden, wenn man das so durchrechnet. An sich leben wir, um zu leben. Und keiner lebt, um zu arbeiten. Und keiner geht arbeiten, um leben zu wollen. Alle so Phrasen, die durch den Gegend, die Jedis, die Imperialisten in 5 Monaten, Episode 8, dann weitere 6 Monate, Han Solo und unsere Videoclips. Ja, Star Wars im Sommerloch. Man hört nicht viel, man sieht nicht viel, ziemlich ruhig. Man hat ein paar Setbilder gesehen. Ich habe jetzt auch verzichtet auf die Green Screen Wand hier. Ja, heute mache ich mal so ein Sommerloch-Video. Kurz, mal sehen wie kurz, aber verdammt kurz. Und verabschiede mich als Stormtrooper Captain Rex, um ja, in den Sommer zu fliegen. Der Sommer ist kaputt, kommt Wasser raus. Ja, leider. Ne? Und hin und wieder ist es auch warm, dann haben die Dicken zu leiden. Ist halt so. Ich finde es also lustig, wenn die Leute meine drei Figuren sehen. Einmal ein Ritter von Ren, dann den Rivan und dann natürlich Kylo Ren. Ich wollte euch an sich die sogenannte Kylo Ren Maske vorstellen, hatte ich gesagt, werde ich auch irgendwann machen, im Moment noch nicht. Wie gesagt, die Kylo Ren Maske, die ich gefunden, eingearbeitet mit 3D-Brille, so kann man ganz normal schauen, wer dann einen so sieht, meint, da ist irgendwie so ein Gitter drin oder so, und wenn man damit dann ins Kino geht, kann man dann wunderbar in 3D sehen. Gut, das geht natürlich nicht in allen Kinos, weil nicht alle Kinos dieselbe Cinematik haben in 3D. Aber in den Cinemax-Kinos geht es wunderbar. Also wie gesagt, die Gläser in die Maske einarbeiten und dann kann man damit ins Kino gehen. Jo, die ist sehr bequem an sich, diese Maske. Kostet auch nicht viel mittlerweile bei Amazon. 49,95. Wenn man Prime ist, kommt nichts dazu. Die anderen kaufen halt noch ein Buch dabei, dann haben sie Porto gespart. Ja, jedenfalls, Amazon verdient 157 Euro alle 15 Sekunden. Ja, und unser Eins ist froh, wenn er dann hier so ein Teil mal verkauft. Bereit zum Einsatz. Ne? Boah, bereit zum Einsatz. Lass uns fliegen, ne? Ja, ist klar. Ja, ist nicht schlecht mit 65 Phrasen. So ein Stormtrooper hier. Aber der hier ist ja mehr Spielzeug und wie gesagt, die Kinder mögen ihn, wenn sie reinkommen, sofort klick-klack, ja, drücken sofort. Ich würde sagen, er geht wieder in seine Warteposition. Er geht wieder in seine Warteposition. Also beklagen kann man nicht, er ist ziemlich beweglich, hier der Kopf. Also man kann damit schön spielen, also Kinder können damit schön spielen. Ja, euer Star Wars Fan bin ich nun mal nicht, bin euer Star Wars Fachverkauf. 30 Jahre dabei gewesen, ziemlich ruhig geworden. Und wenn man sieht, dass George Lucas in Los Angeles für 1 Milliarde sein Museum da baut, warum nicht? Walt Disney hat schon das erste Hotel, Star Wars Hotel, eröffnet, Star Wars Zimmer. Man geht also wie in den Filmkulissen und wenn alles fertig ist, hat man eine riesen Star Wars, also ein riesen Grundstück, wo nur Star Wars, sogar der Falke, man kann im Falken, also schon für diejenigen, die es brauchen, ist es sehenswert, leider in Los Angeles, leider alles in Amerika.
Wenn man Glück hat, macht Walt Disney das vielleicht irgendwann mal auch in Europa. Aber da werden die sich erstmal in Anaheim sich das anschauen, wie das so läuft. Und dann ziehen die das vielleicht gnadenlos durch und dann bekommen auch wir es, wenn wir Glück haben. So, meine lieben Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr mich besuchen kommt. Ihr wisst ja, wo ich bin. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in 5 Monaten an einem Kino in Star Wars Manie uns treffen würden. Ja, wie gesagt, es ist sehr ruhig geworden. Ist klar, 40 Jahre Trubel, 40 Jahre Star Wars, das ist jetzt vorbei. Und jetzt ist richtig Ruhe bis 2019. Es kommt keine Convention, keine offizielle. Es kommt, wie gesagt, 2019, wenn sie den Park eröffnen, wollen sie eine fette Convention machen, dann wird es halt richtig zur Sache gehen. Also wir haben jetzt ein ganzes Jahr, sag ich mal, Ruhe. Wir werden uns E8 anschauen, wir werden über E8 berichten, wir werden über E8 sprechen. Bis jetzt heißt es ja, dass E8 sowas ähnliches ist wie E5. Lassen wir uns überraschen. Kylo Ren verliert seinen Helm, aber sich neu machen lassen wird, wissen wir nicht. Aber jedenfalls verliert er ihn und dann kämpft er und seine Narbe werden wir dann sehen, die dann halt mehr nach links gerutscht ist und so weiter. Also wir haben vieles gelesen, wir haben viele Sets besucht. Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber wie gesagt, ist es ruhig. Die ganzen Skandale da auch. Na, hallo, grüße. Hallo. Ich muss das Ding machen. Hi. Einfach ran. Wohin? In der Mitte. In der Mitte. In der Mitte. Ja, genau der.